Ja. Erwischt. Warum ist Teenagern eigentlich alles egal? Das kann ich jetzt so gerade gar nicht sagen. Weil, oh, schade. Ja, weil, weiß nicht, ist halt einfach so egal. Man hat jetzt keine, also man, ich glaube, das ist eigentlich so eine Strategie, Sachen zu umgehen. Ach, tatsächlich. Weil man zu faul ist. Bist du faul? Ja, naja. Ich habe nicht den Eindruck, dass du faul bist. Ja, ich bin nicht faul, aber so manchmal ist halt einfach so. Du bestimmt und sagst, ja, hast du nee, keinen Bock. Egal, jetzt. Oh, nee. Ja, macht sich von alleine, ne? Lass uns doch mal alles definieren. Mhm. So, und warum haben Teenager. Was habe ich gefragt? Du hast gefragt, warum ist Teenagern alles egal? Ah, danke schön. Bitte was schön. Ist denn alles? Würde ich ja erstmal definieren. Das kann ja gar nicht sein. Alles ist nicht egal. Na, alles ist wahrscheinlich, wenn Eltern sowas sagen. Ja, Teenager haben ja nie Bock, irgendwas zu machen. Was ist irgendwas? Alles. Haushalt, mit der Familie was zusammen machen, sich um Dinge kümmern, keine Ahnung, zum Beispiel das Haustier kümmern, was weiß ich. Das ist, glaube ich, so auch Günterlein. Brauchst du ein Schläfchen? Mhm. Kann ich irgendwas tun? Nein. Nur einen kleinen Schlag? Ich bin da. Echt? Ja. Bist voll da? Name? Günter. Geburtsdatum? 26.11. Wann? 2007. Okay. Geburtsurzeit? 11 Uhr oder sowas. 11:08 Uhr. Sorry. Okay. Bist wieder anwesend, ja? Ja. So, das sagen Eltern dann ja. Teenager haben ja nie Bock, irgendwas zu machen. Das sind halt diese ganzen Sachen. Wozu ich fände ja viel spannender zu gucken, wozu haben Teenager in der Regel denn Bock? Wozu hast du Bock? Zu skaten, das geht ja nicht. Oder meine Freunde zu treffen. Skaten, Freunde treffen, skaten geht gerade nicht, weil du verletzt bist. Also daddelst du mehr. Skaten, Freunde treffen, daddeln. Zocken. Zocken, ja, meine ich ja mit daddeln, zocken. Freunde treffen und Freunde austauschen über bestimmte Apps. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Komischerweise hast du diese Genattacken in der Regel, wenn wir beide miteinander sprechen. Ist dir schon mal aufgefallen? Ja. Also ich möchte dieses Interview gerne umbenennen und fragen, Günther, warum bist du immer müde, ich mit dir spreche? Ich habe nur 6 Stunden geschlafen. Das ist wenig, da wäre ich auch müde. Kriegen wir das jetzt noch hin? Ich frage mich gerade, ob ich das überhaupt ausstrahlen kann jetzt. Möchtest du das? Ja. Ja? Ja. Okay, okay. Ja. Authentizität, wir ziehen es durch. Oh. Komm, steh einmal auf und klatsch, mach einmal den Hampelmann. Komm, wir kriegen es hin. Komm, hab, hab. Bin auch schon wieder da. Ja, voll. Okay, schnell. Wozu hast du Bock? Skaten, Freunde austauschen, Abenteuer, Dinge ausprobieren. Ja. Ja, okay. Und warum hast du zu den anderen Sachen weniger Bock? Weil das nicht so viel Spaß macht. Nee. Weil man nur Bock auf diese verschiedenen Sachen hat. Das heißt, wenn der Haushalt mit dem Skateboard zu erledigen wäre, ja, dann wäre es eine andere Nummer? Genau. Okay, ich überlege jetzt, wie ich die Rampe vom Mülleimer in der Wohnung zum Mülleimer draußen im Hof hinkriege. Man könnte ja sowas Cooles aufbauen. So ja. So eine Rampe springt man so über die Mülltonne. So. Ja. Wow. Und dann bam. Dann zum Beispiel beim Abendessen Freunde dabei zu haben. Ui. Ui. Ja. Wo hilfst du noch nie Bock auf irgendwas? Ich habe gar nicht den Eindruck, dass du nie Bock auf irgendwas hast. Ich lasse dich halt so deine Sachen machen. Komm, komm. Ich komm, bin doch da. Ich habe doch nur einmal tief Luft geholt. Oh, der Gainer kam schon. Ich habe ihn. Ich habe nur tief Luft geholt. Ich möchte nur, dass du hier anwesend bleibst. Hör zu. Ich bin doch da. Ja, Schatz, hör zu. Also, ich möchte gerne revidieren, wenn Eltern sagen, warum haben Teenager nie Bock, irgendwas zu machen? Nee. Guck mal, worauf Teenager Bock haben. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass du gerade mehr auf deine Freunde fixiert bist, dass du dein Hobby gefunden hast, dass du so dich ausprobierst, dein Ding machst. Und gleichzeitig bist du ja dann auch immer mal wieder da. Ja. Also es gibt schon Momente, wo er dann doch auf einmal Bock hat auf die Familie. Es sind dann nur 5 Minuten, nur immerhin 5 Minuten. Gestern habe ich, glaube ich, 10 Minuten in deinem Zimmer gesessen. Und wir haben uns unterhalten. Sensationell, das trage ich mir fett in den Kalender. Kennst du gar nicht, ne? Nee, kenne ich nicht. Das war also lange nicht mehr gehabt. Ja. Also, nee, ich habe dich gefragt, warum haben Teenager nie Bock auf irgendwas. Ich habe verstanden, du hast auf andere Sachen Bock. Und für mich ist das auch völlig in Ordnung. Ich habe ja auch nicht auf alles Bock. Mhm. Also, weißt du, dass so erwartet wird, dass Teenager Bock haben, alles zu machen. Was ist alles? Und ich habe auch nicht Bock, alles zu machen. Ja, ich darf meinen Interessen nachgehen. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ja. Haben wir geklärt, ne? Haben wir geklärt, ja. Okay. Was ist hier schlafen liegen jetzt?
Wie schön ein kleiner Hund. Wie klein ich lebe. Ja. Tschüss. Ach, wir machen noch den hier. Ach so, stimmt, ja. Aber schön hoch, ne? Sonst hoch. Ja. Ja, gut.